Hallo Kongress, hallo Welt. Hier folgt jetzt der Vortrag Smart City Berlin Covadis von Patty Lucina und Dominik Pietron. Wenn ihr Fragen habt währenddessen, dann schreibt sie doch einfach bei Twitter rein unter dem Hashtag RC3Seabase oder auch im IRC, da ist dann der Hashtag allerdings RC3C-Base. Genau, ich wünsche euch viel Spaß mit den beiden und wir sehen uns in einer Stunde wieder zu den Fragen. Cool, vielen Dank auf jeden Fall Richtung Seabase, dass wir das Remote auf jeden Fall hinkriegen, genauso wie letztes Jahr beim Kongress. Ne? Schön wäre es natürlich, wenn man sich live vor Ort sehen könnte, das ist leider nicht die ganze Zeit möglich. Kurz zu meiner Person, danach wird sich dann Dominik vorstellen und ich kann euch jetzt auf jeden Fall schon sagen, wir haben das hier heute ein bisschen interaktiver gestaltet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr über Twitter zum Beispiel, über den RC3-Hashtag nachvollziehen, das wurde über Bits und Bäume Berlin auch gepostet mit, wie man hier live in diesen Raum reinkommt. Zu meiner Person, ich habe Politikwissenschaften studiert und studiere jetzt noch auf Teilzeit nebenbei Technik- und Wissenschaftsgeschichte an der Technischen Universität Berlin. Bin ansonsten im Smart City Bundesverband in der Berliner Sektion ansässig. Wir haben da ein sehr menschenzentriertes Verständnis von Smart Cities letztendlich mit drin. Mache ansonsten aber auch gerne was in Richtung Bits und Bäume mit dem Regionalzweig hier, den ich mit Leuten zusammen gegründet habe. Und da war es dann irgendwann halt leider auch naheliegend, dass man sich mit dem Thema Smart City auseinandersetzen muss, nicht nur aus Digitalisierungsaspekten und aus Nachhaltigkeitsaspekten, vielleicht auch aus technischen Sachen und generell und so weiter und so fort. Da können wir vermutlich noch weiter drauf eingehen. Und jetzt gerne Dominik, wenn du dich vorstellen magst. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Mein Name ist Dominik Pietron, ich bin Soziologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Uni und forsche dort unter anderem zu Plattformen in der digitalen Daseinsvorsorge. Und heute darf ich hier das Bündnis Digitale Stadt vertreten, zu dem ich gleich noch einiges sagen werde, was wir so auf kommunaler Ebene in Richtung gemeinwohlorientierte Digitalisierung tun und was wir geplant haben. Und darüber freue ich mich, mit euch in den Austausch zu kommen, sofern das hier möglich sein wird. Cool, danke. Wir haben uns hier ein bisschen für einen interaktiveren Vortrag entschieden gehabt. Auch das ist letztendlich live remote möglich. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, hier auch live in den Raum reinzukommen und sozusagen mitzugestalten. Denn das ist durchaus ein wichtiges Thema, letztendlich auch für die Smart City Berlin. Was ich mit euch vorhabe, ich werde ein wenig aus der Historie erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass sich Berlin dazu entschieden hat für eine Smart City Strategie. Leider kann man unsere geteilten Notizen nur hier in diesem Big Blue Button Raum sehen. Vielleicht können wir das noch mal technisch nachziehen. Schauen wir mal. Ansonsten, wie gesagt, schaut gerne rein oder wir werden das an anderer Stelle sozusagen noch mal veröffentlichen. Schön auf jeden Fall, dass wir uns mal zusammentreffen und über dieses Thema sprechen können. Es wird ja im Allgemeinen sehr viel über das Thema Smart City gesprochen gehabt. Wir können nur einen kleinen Fokus setzen und das halt auf Berlin, wo Dominik mit dem Bündnis Digitale Stadt eben dabei ist. Ich selber schon seit Jahren drin bin und auch Anfang dieses Jahres einen Workshop für das City Lab Berlin gemacht habe. Keine Sorge, das ist jetzt irgendwie keine gesponserte Instagram-Werbung oder sonstiges, dass ich das für Berlin mache. Ich konnte halt dort einen Workshop ausrichten und mir ist es wichtig gewesen, damals eben wirklich zu versuchen, hundertprozentig inklusiv zu sein oder dem nahe zu kommen, sage ich mal lieber vorsichtig. Und so geht das durchaus mit unserem Talk dann weiter. Wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, gibt es natürlich unterschiedliche Interessen, auch von der wirtschaftlichen Seite aus für das Thema Smart City, dass da durchaus große Unternehmen hinterstecken und natürlich ein aktives Interesse daran haben, sowas voranzubringen. So, da kann man ungefähr anfangen, so in den 2008er, 2009er, 2010er Jahren ging das los, dass sich größere Unternehmen dafür interessiert haben, was man machen könnte. Technisch Städte neu denken ist ein Randbereich. Natürlich
kommt da Urbanisierung und vieles, vieles weitere einfach mit rein. Letztendlich kann man sagen, für Berlin ist es wichtig gewesen, Gelder auch zu bekommen, die auf europäischer Ebene vergeben worden sind. Und die erste Smart City Strategie damals unter dem rot-schwarzen Senat 2015 ist auch bei uns in den Links drin, könnt ihr ansonsten auch gerne googeln, ist ein Anfang gewesen. Weiter ging es dann natürlich mit der neuen oder beziehungsweise alten Koalition damals, die sich entschieden haben, das Ganze etwas anders anzugehen, sprich von unten sozusagen zu gestalten. Das muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Und meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall schon ein deutlicher Fortschritt gewesen, dass Berlinerinnen einfach eingebunden worden sind und ihren Senf dazugeben konnten, so wie ich das mit unserem Workshop gemacht habe, so wie natürlich auch die Möglichkeit besteht und immer noch die nächsten 5 Tage auf jeden Fall die aktuelle Strategie zu kommentieren. Das ist einfach ganz faktisch gesagt auf jeden Fall ja, ein Vorteil, den man einfach hat. Das ist natürlich noch nicht irgendwie komplett das Gelbe vom Ei, so wie man sich das vielleicht wünschen wird, aber letztendlich ist es natürlich wichtig und auch ein cooler Schritt nach vorne gewesen, dass man eine Partizipationsmöglichkeit eingebaut hat. Über Partizipation als Politikwissenschaftler möchte ich mich jetzt nicht irgendwie komplett weiter auslassen wollen, weil Partizipation nicht jedes Mal unbedingt heißt, du kannst zwar mitreden, du kannst zwar mitschreiben, aber du kannst nicht jedes Mal mitbestimmen. So, das muss man leider auch mal ganz knallhart letztendlich sagen. Und wenn die Berlinerinnen natürlich irgendwie was möchten, wie zum Beispiel beim Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen, halt auch mitbestimmen möchten, so ist das natürlich auch eine Möglichkeit, dort reinzukommen. Was wir damals in unserem Workshop gemacht haben, ist Folgendes gewesen. Wir haben nicht komplett auf Quantität gesetzt gehabt, sprich so viele Teilnehmerinnen reinzubringen, wie es irgendwie geht oder ginge, sondern wir haben uns darauf fokussiert gehabt, dass wir unterschiedliche Leute dabei haben, Leute mit einem körperlichen, mit einer körperlichen Beeinträchtigung, die vielleicht anders Dinge wahrnehmen, Menschen, die nicht sehen und schreiben können, die hatten wir in dem Moment nicht dabei gehabt, leider. Wir hatten aber Menschen dabei gehabt, die auch einen Migrationshintergrund hatten, durchaus auch Menschen ohne Papiere sozusagen. Das, denke ich, ist für unsere Stadt in Berlin auch wichtig, darüber nachzudenken. Und wir haben einfach geschaut, dass in dem kleinen Rahmen, den wir hatten, mit den 8, 9 Teilnehmerinnen sehr intensiv ins Gespräch zu kommen und auch unsere Ergebnisse letztendlich konsensual innerhalb dieses Workshops abzustimmen. Wir hatten damals 4 Stunden Zeit dafür gehabt. Das ist ehrlich gesagt verdammt wenig. Deswegen habe ich mich dazu entschieden gehabt, mit meinem Kooperationspartner, auch aus dem Bundesverband Smart City, Mirko De Paoli, zusammen, das eher qualitativ zu machen, anstatt nur irgendwie abzufragen, was findest du toll an der Smart City, was wünschst du dir, was wünschst du dir nicht. Also wenn man das wirklich hundertprozentig inklusiv denken möchte und sollte, das war der Anspruch unseres Workshops auf jeden Fall mit gewesen, dann muss ich mir selbstverständlich Gedanken darüber machen, wie ich die anderen Menschen einfach mitnehme. Und ihr kennt das selbst vermutlich, oftmals wird gerne von Inklusion gesprochen, jeder kann mitmachen und ist total fancy und total geil alles. Aber leider fällt oftmals natürlich was hinten runter. Und das sind dann durchaus, so haben wir das auch in dem Workshop genannt gehabt, vulnerable Gruppen mit drin, die eben außen vor bleiben, Menschen mit Beeinträchtigungen, aber auch letztendlich Menschen in den unterschiedlichen Communities, die natürlich Berlin ausmacht. Wir sind eine Stadt in Berlin mit einem ziemlich großen Migrationsanteil und Hintergrund von unterschiedlichen Menschen, haben da vielleicht überhaupt, keine Ahnung, 100, 150 unterschiedliche Nationalitäten. Und so ganz ist die Vorstellung einer Smart City leider noch nicht durchgedrungen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir geht es auf jeden Fall so, wenn ich mit Freunden außerhalb dieser Technik, digitalpolitischen Bubble sozusagen, ob in der C-Base, beim netzpolitischen Abend oder einfach spreche, ja, Smart City, was ist denn das überhaupt so? Gute Frage.
kriege ich dann meistens sozusagen zurück. Und das nächste Ding dahinter ist halt teilweise leider, das ist doch Überwachung, man will uns kontrollieren und Co. Und meiner Meinung nach und meiner Erfahrung bisher nach ist das einfach noch nicht der Fall. Das heißt nicht, dass das nicht so kommen könnte, ganz vorsichtig gesagt. Letztendlich sind wir aber auch selbst dafür mitverantwortlich, uns in diese Prozesse einfach einzubringen und zu schauen, wie wir gemeinschaftlich was hinkriegen. Und da geht Berlin auf jeden Fall einen direkten Weg mit Bürgerinnenbeteiligung letztendlich mit drin. Dominik wird später in seinem Vortrag noch genauer darauf eingehen, auf das Bündnis Digitale Stadt, weil die dort auch schon einiges vorbereitet haben, gemacht haben und letztendlich auch nächstes Jahr 2022 weiteres vorhaben. Also es lebt eigentlich von eurer Beteiligung. Und mir ist das wichtig gewesen, dass dieses Thema Smart Cities mal wieder aufs Tableau sozusagen kommt. Ich habe mir die Mediathek vom CCC auch angeschaut und habe gesehen gehabt, ja, 2017, glaube ich, ist so der letzte Eintrag gewesen, was ungefähr mit Smart City zu tun haben könnte. Aber natürlich nicht so fokussiert wie auf Berlin gerade mit drin. Und genau deswegen machen wir gerade das, was wir mit euch machen zusammen. Und die schöne Katze hier sozusagen ist ja eine Glückkatze. Und das war mir erlaubt als Anmerkung. Ich wünsche der Smart City Strategie auf jeden Fall viel Glück und Erfolg, aber das Glück findet sich nun mal leider nicht irgendwie auf der Straße, wie man das umgangssprachlich kennt, sondern wir müssen einen Teil dazu einfach beitragen. Und dass wir Sachen machen können in Berlin, glaube ich, haben wir schon festgestellt, ob das jetzt mit Deutsche Wohnen enteignen gewesen ist oder ob das mit dem Volksentscheid Tempelhofer Feld der Fall gewesen ist. So als Bürgerin in Berlin sollten wir auf jeden Fall definitiv hinterher sein. Und jetzt würde ich gerne an dich kurz abgeben, lieber Dominik. Und dann schauen wir mal, wer hier noch irgendwie reinkommt. Und die Zeit kriegen wir, denke ich, schon auf jeden Fall gut gefüllt. Ja. Okay, super. Danke, Patty. Jetzt gebe ich mal meinen Bildschirm frei. Und ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Meine erste Folie. Ja, also herzlichen Dank für die Einladung und die Einleitung. Ich werde jetzt ein bisschen was zum Bündnis Digitale Stadt Berlin sagen. Und welchen Themen wir uns beschäftigen, was Digitalpolitik auf kommunaler Ebene für uns bedeutet und wie man das Ganze vor dem Hintergrund unseres politischen Systems, der Demokratie, in der wir leben, möglichst inklusiv auch ausgestalten kann. Vielleicht mal etwas zugespitzt formuliert. Der Begriff Smart City ist heftigst umstritten, ob man auch die Frage, ob man überhaupt noch verwenden soll. Das Problem ist, er bedeutet wie so viele andere Begriffe sehr verschiedene Dinge für verschiedene Gruppen, die oder auch Stakeholder, die hier beteiligt sind. Für die Verwaltung, vielleicht kann man das runterbrechen, bedeutet Smart City vor allem bestimmte Entwicklungskonzepte, die in den letzten Jahren wichtig wurden, städtische Entwicklungskonzepte verbunden mit einer Modernisierung der Verwaltung, der Einrichtung neuer Teams, ist es, wie Patty auch schon gesagt hat, vor allem ein wachsender Markt an Digitaltechnik, ein Absatzmarkt, wo ja, viele Profite warten. Aus technischer Sicht kann man sagen, ist die Smart City vor allem zugespitzt formuliert ein Prozess der zunehmenden digitalen Erhebung und Vernetzung von Datenbanken in den Städten, Kommunen, Gemeinden. Aber was bedeutet Smart City für die Bürgerinnen und Bürger, für die Zivilgesellschaft? Und hier wollen wir natürlich nicht, dass, wie das vielleicht in einigen Experimenten, die Google angeleitet hat, der Fall war, dass die Smart City zu einer anonymen, intransparenten Herrschaftsstruktur wird, sondern wir wollen, dass die Smart City eine demokratische und inklusive Art der städtischen Weiterentwicklung ist, die eben das Potenzial digitaler Technologien in den Dienst einer Gemeinwohlorientierung stellt. Diese
wir mit den Bezirken schaffen dazu, um mal von unserer Website zu zitieren, Räume für Dialog und Kritik in der digitalen Stadt. Wir bündeln die digitale Expertise Berlins und setzen uns ein für Transparenz, die Beteiligung der Zivilgesellschaft und für eine gemeinwohlorientierte Stadt für alle. Wir beziehen uns dabei vor allem auf die sogenannte Cities Coalition for Digital Rights, die von mehreren europäischen Städten beschlossen und verabschiedet wurde. Auch die Stadt Berlin hat hier inzwischen unterzeichnet. Und das sind ein paar Prinzipien. Man hat das auch schon als den Versuch bezeichnet, Menschenrechte ins digitale Zeitalter zu übersetzen. Und so ähnlich beginnen diese Prinzipien auch, diese, ja genau, der erste Punkt wäre der universelle und gleichberechtigte Zugang zum Internet. Zweitens wäre Privatsphäre und Datenschutz natürlich ganz wichtig. Dann Transparenz, Rechenschaftspflicht gerade gegenüber Algorithmen, partizipative Demokratie, Teilhabe, Vielfalt, ethische und offene Standards, hier ist dieser Integration. Was uns fehlt, was wir noch hinzufügen müssen an der Stelle, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie kriegen wir es hin, dass die potenziellen ökologischen Gewinne der Digitalisierung nicht durch den CO2-Abdruck und Software, die Rebound-Effekte am Ende wieder aufgewogen werden. Und auch ein stärkerer Bezug zur Stadtraumentwicklung sollte von unserer Seite aus immer mitgedacht werden. War jetzt schon das Stichwort Partizipation so häufig viel. Was meinen wir mit Partizipation? Partizipation bedeutet auf jeden Fall mehr, als mit einem Klemmbrett durch die Straßen zu laufen oder ein Online-Portal aufzusetzen und dort die Meinung der Bevölkerung abzufragen. Wir beziehen uns hier unter anderem auf die Leitlinien für Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Berlin. Und die haben hier ein 4-Stufen-Modell für Beteiligung aufgebaut. Es beginnt mit Information, das wissen die Menschen, die hier vermutlich sind, sehr wichtig, sehr genau, wie wichtig das Informationsfreiheitsgesetz ist, wie wichtig aber auch Transparenz, Offenlegung überhaupt von Seiten des öffentlichen Sektors auch ist. Und dann geht es aber erst richtig los mit der Partizipation. Es braucht eine Art von Konsultation durch den ersten Schritt der Möglichkeit zur Interessensäußerung, dann Räume der Mitgestaltung und schließlich aber auch Gremien, in denen mitentschieden wird. Das heißt, es greift zu kurz, wenn hier die Beteiligungsprozesse lediglich auf Ebene der Konsultation verbleiben, dass man Umfragen macht beispielsweise. Auf dieser Basis hat sich das Bündnis gegründet. Ende 2019 kamen erstmals verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen, die vor allem in Berlin ihren Sitz haben, zusammen. Und der Auslöser war hier eben die besagte Digitalisierungsstrategie von Berlin. Das war der Auslöser, das Dokument uns zusammengebracht hat. Berlin hat 2019 angekündigt, dass die neue Digitalisierungsstrategie tatsächlich nicht etwa von den Bürgerinnen geschrieben werden soll, auch nicht von der Stadtverwaltung, sondern von der Wirtschaftsberatungsorganisation Ernst & Young, EY. Das heißt, es wurde dieser ganze Prozess der Strategieentwicklung, der ja ein ganz wichtiger Schritt in der Smart City ist, der wurde outgesourced und das hat für Unmut gesorgt und dazu geführt, dass wir einen ersten Aufruf veröffentlicht haben, einen Gründungsaufruf, und dem sind viele weitere Schritte gefolgt, die ich jetzt noch ganz kurz mal einzeln benennen möchte. Wir haben uns, wie gesagt, Ende 2019 gegründet mit einem Aufruf zur Digitalisierungsstrategie, haben eine Informationsveranstaltung direkt dann noch Ende 2019 gemacht, eine Ideenveranstaltung braucht als nur Umfragen, ein festes Gremium, einen runden Tisch,
den wir von da an eingefordert haben und weiter einfordern, einen runden Tisch Digitalpolitik, in dem eben die wichtigsten Fragen von der Verwaltung, der Zivilgesellschaft, der Bürgerschaft unter Einbezug von Wissenschaft und Wirtschaft diskutiert werden, publik gemacht werden, auch diskutabel überhaupt erst gemacht werden, indem wir Menschen informieren, sie in die Möglichkeit geben, an diesen wichtigen Richtungsentscheidungen, die sich hinter der Verbindung teilhaben zu können. Der runde Tisch als Format, das haben wir uns nicht ausgedacht, das gab es zu dem Zeitpunkt schon in Berlin. Es gab einen runden Tisch Liegenschaftspolitik, wo man sich also gemeinsam mit der Stadtgesellschaft über die Verwaltung der öffentlichen Flächen und Gebäude unterhalten hat oder darüber beraten hat. Und das, finden wir, braucht es nun auch bei der Frage der digitalen Infrastruktur. Wir haben dann zum ersten Mal so einen runden Tisch veranstaltet. Da ging es dann um die Weiterentwicklung der Smart City Strategie. Die ist in der Zwischenzeit von Ernst & Young abgezogen worden nach dem öffentlichen Protest dagegen. Und gleichzeitig hat die Stadt Berlin beim Modellprojekt Smart City, ein Förderprojekt des Bundesinnenministeriums, einen Zuschlag bekommen und dort 5 digitalpolitische Umsetzungsprojekte finanziert bekommen, die dann gemeinsam entwickelt werden sollten, während die Smart City Strategie neu aufgelegt wird. Wir haben dort Vertreterinnen an diesem ersten runden Tisch, sowohl von der Senatskanzlei, Herr Dr. Frank Nägele ist da maßgeblich verantwortlich gewesen, aber auch Vertreterinnen der Zivilgesellschaft und der Politik zusammengebracht und haben hier sozusagen, bevor die öffentliche Debatte oder bevor die Smart City Strategie selber an die Öffentlichkeit gegangen ist, schon mal versucht zu weisen, dass dieser Test möglichst transparent, partizipativ und demokratisch ausgestaltet werden soll. Und durchaus auch kritische Punkte angebracht, insbesondere was die digitalpolitischen Umsetzungsprojekte für Berlin angeht, die wiederum, wie so häufig bei Smart City Projekten, eben eher im stillen Kämmerlein entwickelt wurden, als dass sie in einer öffentlichen oder das Produkt einer öffentlichen Diskussion war. 2021 haben wir außerdem noch anlässlich der Bundestags- und der Abgeordnetenhauswahl in Berlin eine Wahldiskussionsveranstaltung gemacht mit Vertreterinnen der Parteien, Wahlprüfsteine veröffentlicht und eine ganze Reihe von Texten veröffentlicht, unter anderem auch einen offenen Brief zum Thema Stadtportal berlin.de, wozu ich jetzt die letzten 10 Minuten von meinem Input noch einiges sagen möchte. Das ist nämlich unser nächstes größeres Thema. Stadtportal berlin.de. Über das in der Regel die Verwaltung sich präsentiert. Die meisten Stadtportale weisen auch Repräsentanzen aller oder der meisten öffentlichen Organisationen auf, seien es Kita, Theater, Schwimmbäder, Schulen etc. In Berlin ging das Stadtportal 1996, glaube ich, online und wurde dann aber ziemlich schnell von privater Hand betrieben, nach dem Motto, was online, was im Internet ist, darf nichts kosten. Und so hat auch die Stadt erstmal nichts gezahlt. Stattdessen hat man dann ein werbefinanziertes Modell verfolgt, was sich auch daran deutlich gemacht hat, dass das Stadtportal aussah oder noch immer teilweise aussieht, eher wie ein Lifestyle-Magazin, in dem Nachrichten zu allen möglichen Dingen im Vordergrund stehen. Als Bürger tätig ist der Kontakt zur Verwaltung oder auch generell digitale Verwaltungsdienstleistungen nicht so sehr im Vordergrund standen. Das Portal war vollgepflastert mit Cookie,
Bannern und entsprechend wenig datenschutzfreundlich. Das Ganze ist dann ein bisschen umgekippt, dieser Trend, als der damalige Eigentümer, das Eigentümer-Ehepaar Friedrich, den Berliner Verlag samt das Stadtportal berlin.de vor ein paar Jahre zuvor aufgekauft hatten, als die deutlich gemacht haben, dass sie hier tatsächlich neue Software ausspielen wollen. Der Herr Friedrich war selber Softwareunternehmer und hier wurde so langsam deutlich, dass die Stadt Berlin hier nicht mehr wirklich die Ausrichtung des Portals ausreichend bestimmen und kontrollieren kann. Entsprechend hat sich das Abgeordnetenhaus 2020 entschieden, den Vertrag mit der Betreibergesellschaft und dem Herrn Friedrich nicht zu verlängern. Es kam zum Beschluss der Rekommunalisierung und seit dem 1.7. ist das Stadtportal tatsächlich wieder im Besitz Berlin. Eine der vielen Rekommunalisierungen, die derzeit in Berlin diskutiert und gezogen werden. Das ist erstmal ein schöner Schritt, öffnet jetzt aber natürlich erst den Raum für eine bedürfnisorientierte Gestaltung des Stadtportals. Und hierzu haben wir im April 2021 bereits einen offenen Brief an den zuständigen Herrn Dr. Gäbler verfasst und haben darin vor allem 5 Punkte deutlich gemacht, die uns als Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisation zunächst einmal wichtig wären bei der Neuausrichtung von dem Stadtportal berlin.de. Das ist auf der einen Seite, dass wirklich die relevanten Informationen im Vordergrund stehen, dass die Inhalte, aber auch die technische Infrastruktur sowohl Datenschutz als auch Open Data zusammendenkt, dass man einen, wie auch, ja, mittelfristigen Plan hin zu einer Roadmap to Openness hat, dass man sagt, wir wollen Open Source strategisch integrieren in das Stadtportal, wir wollen offene Standards setzen, um hier Anbieterabhängigkeiten beispielsweise zu reduzieren und auch hier schauen, dass der Energieverbrauch möglichst gering gehalten wird. Der offene Brief ist angekommen, er wurde auch gehört, es kam allerdings noch nicht zu einer vertieften Auseinandersetzung, einfach weil die Stadt Berlin.de gerade viel damit zu tun hat, diese Rekommunalisierung durchzuführen und sich sozusagen noch keine Zeit gefunden hat, darauf einzugehen. Das wollen wir jetzt nachholen. Wir haben eine Reihe von Fragen formuliert, die wir bei einem runden Tisch am 22. Februar mit euch gerne diskutieren wollen. Es wird vor allem um die Frage gehen, welche Vision kann so ein Stadtportal, also das Stadtportal als, wenn man so will, Kern der Smart City, welche Vision soll das transportieren? Wo soll es hingehen? Welche Funktion soll so ein Stadtportal langfristig erfüllen? Welche Dienste sollen integriert werden? Das schließt dann natürlich direkt an die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes an. Hier ist auch relativ wenig darüber klar, wie hier langfristig die digitalen Verwaltungsdienste integriert werden sollten, welche es sind, wie mit den Daten umgegangen wird. Auch wiederum, welche Daten zur Verfügung gestellt werden und bisher ist auch keine öffentliche Beteiligung an der Neuausrichtung dieses Portals vorgesehen. Deswegen nochmal die Einladung an euch zum runden Tisch am 22.02. von 16 Uhr bis 18:30 Uhr. Und ich würde mich freuen, wenn wir noch ein bisschen zu diskutieren, wie einerseits so ein konkretes öffentliches Stadtportal berlin.de aussehen kann, welche Prinzipien sind euch wichtig, wie kann so ein Prozess auch designt werden, auf eine offene Art und Weise, die eben auch die Rechenschaftspflicht, sage ich mal, der Verantwortlichen nicht außer Kraft setzt.
Und ja, insofern freue ich mich auf die Diskussion und danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Genau, danke dir auf jeden Fall. Ihr habt es vermutlich selbst gemerkt gehabt und das können wir ja durchaus im CCC einfach mit drin, ne? Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Das ist genauso eine Debatte, wenn es um Datensouveränität geht, auch für die Smart City Berlin irgendwann sozusagen mit drin, hoffentlich auch in der Smart City Strategie. Natürlich werden irgendwie Unternehmen beteiligt werden. Da ist natürlich auch eine spannende Frage einfach mit drin. Und zwei Gäste haben wir sozusagen gerade hier in dem Raum mit. Wenn ihr was dazu beitragen möchtet, ist das natürlich jederzeit möglich. Ansonsten kann Dominik auch darauf antworten. Wichtig ist natürlich, was machen dann die Unternehmen mit den Daten? Also die zu monetarisieren, damit sozusagen Geld letztendlich zu verdienen, oder geben sie was zurück? Sprich, ist auch die Möglichkeit vorhanden, dass es anonymisierte Daten gibt, mit denen wir in Berlin als Smart City irgendwann in Zukunft was anfangen können. Ein kleiner Schwenker in die Richtung Feinstaubsensoren kennt ihr. Es gibt das Ganze auch noch, habe ich jetzt im Großamt gesehen gehabt, mit Gute Luft-Org ist eine durchaus auch spannende Sache, so, wo man Daten einfach nutzen kann, die uns als Bürgerin in Berlin auf jeden Fall zugutekommen können. Und das sind auf jeden Fall einige ungeklärte Fragen, die im weiteren Prozess bedacht werden sollten oder letztendlich müssen. Dass das nicht von alleine irgendwie passiert, ist uns, glaube ich, ein wenig klar geworden, sondern wir müssen einfach selbst aktiv mitwerden. Hast du noch was zu ergänzen, lieber Dominik? Nein, sehr schön. Hast du das zusammengefasst? Okay. Wir haben auch noch deutlich Zeit. Vielleicht mag ja jemand deswegen halt auch interaktiver heute sozusagen, sich einfach reinklinken, reinschalten. Ich kann auch gerne mal auf Twitter nachgucken. Also nicht wundern, wenn ich immer wegschaue. Dort irgendwelche Fragen zu uns einfach zu unserem Vortrag gerade gibt. Scheint mir noch nicht der Fall zu sein. Also es Daher. gab einen Kommentar von Wumming, der hat geschrieben, es ist krass, wie wenig in Berlin in Sachen Smart City erreicht wurde. Man lebt hier scheinbar auf dem Dorf. Ja, also das ist richtig und gleichzeitig, wenn man die Perspektive derjenigen einnimmt, die sozusagen in der Verwaltung einen Job haben, damit beauftragt wurden, die Smart City voranzubringen, sei es jetzt beispielsweise im Kern rund um Dr. Nägele, der sozusagen für das Modellprojekt Smart City, für diese Ausschreibung des Bundesinnenministeriums zuständig war, oder sei es eine Person, die in einem öffentlichen Unternehmen arbeitet, sei es bei den Verkehrsbetrieben, bei den Stadtwerken, oder sei es eine Person, die in einem, soll man sagen, neu eingerichteten Think Tank, einer Stadtentwicklungsorganisation wie dem City Lab in Berlin ist, das sich bewusst auch öffnet und versucht, verschiedene Expertinnen mit in die Prozesse einzubeziehen. Es ist egal, wo man ist, ist immer wieder natürlich konfrontiert mit ganz klaren Handlungsrestriktionen finanzieller Art und struktureller Art in der Verwaltung. Das ist, glaube ich, wichtig mitzudenken, dass man nicht einfach sagt, es läuft nicht, sondern dass man ein bisschen reingeht und man fragt, warum es nicht läuft. Ja. Wichtig von unserer Seite aus Sicht der digitalen Zivilgesellschaft ist es immer darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, die Prozesse zu öffnen. Unter dem Leitbild Open Government würde, glaube ich, würden viele Probleme in der Verwaltung, sei es Personalmangel oder auch finanzielle Restriktionen, könnten etwas eingeschränkt werden, wenn man hier von vornherein offen kommuniziert, im Rahmen von Hackathons, im Rahmen von richtig formulierten Ausschreibungen, natürlich auch mit der Privatwirtschaft, im Rahmen von Konsultationen und öffentlichen Veranstaltungen hier die Leute reinholt, Wissen in der digitalen Zivilgesellschaft da ist, von vornherein mit abgreift. Das wäre, glaube ich, unser Vorschlag, wie man diese Restriktionen ein bisschen überwinden kann und auch unter den bestehenden schlechten Bedingungen, Klammer auf,
Vieles hätte auf Bundesebene passieren müssen, was nicht passiert ist, Klammer zu, dass man dann trotzdem möglichst effizient diese digitale Transformation in den Städten und Gemeinden auch voranbringt. Danke dir. Hier sind auch zwei Fragen reingekommen im Chat auf jeden Fall. Kannst du mal ein Beispiel für eine smarte Sache in Berlin geben? Ich denke, das ist an uns beide gerichtet. Dazu was zu sagen, was mir auf jeden Fall für eine smarte Sache einfach sofort einfallen würde, ist Freifunk in Berlin. Ihr kennt das selber in Berlin, im Internet unterwegs sein, BVG, ja, das ist nett, das ist schön, das ist auch technisch nicht so easy, direkt im Tunnel sozusagen, das zu lösen, habe ich mir selber von Technis ausgiebig erklären lassen, aber es wäre halt durchaus ja, eine smarte Sache und ein Beispiel von mir. Vielleicht hast du da auch noch ein weiteres Beispiel, lieber Dominik. Es gibt eine ganze Menge. Also ich, wie gesagt, einmal haben Städte und Gemeinden unglaublich viele Daten, mit denen extrem viel gemacht werden kann. Das hat die Open Data Bewegung, glaube ich, ausreichend deutlich gemacht, dass es sich lohnt, da offen zu legen. Wichtig ist aber, glaube ich, auch über Open Data hinaus konkret von den Bedürfnissen der Menschen auszudenken. Also gerade die Alltagsbedürfnisse, Mobilität, Gesundheit, Wohnen, Bildung etc. Das sind zunehmend digitalisierte Bereiche unseres Alltags, in denen die Kommunen tatsächlich auch zunehmend eigene Plattformen bereitstellen. Und das ist eine riesige Aufgabe, die, glaube ich, auf jeden Fall noch zu wenig verstanden wird in ihren Ausmaßen. Also ein konkretes Beispiel sind natürlich Mobilitätsplattformen beispielsweise, ja, wo über 17 Städte in ganz Deutschland inzwischen eigene Plattformen am Start haben. Sie begeben sich dabei teilweise in Abhängigkeit von privaten Unternehmen, die dann auch schwer langfristig wieder zurückzukurbeln ist. Aber das sind natürlich einfach wichtige digitale Infrastrukturen, wo es sich einfach lohnen würde, konkret auf Open-Source-Projekte zu setzen, die interkommunale Zusammenarbeit auf diese Art besser nach vorne zu bringen, auch kostengünstiger. Und das ist einfach, wie gesagt, das ist ein wichtiges Projekt. Es gibt daneben auch weniger wichtige Projekte, die aber natürlich auch schön sind, wie zum Beispiel in Berlin eins, was immer sehr als Beispiel immer gerne genannt wird, ist Gieß den Kiez, Gieß dein Kiez. Ja, das ist also eine auch wiederum Open-Source-Plattform, die den Baumbestand in den Städten digitalisiert hat und es dir als User ermöglicht, dass du auf einer App nachschaust, welche Bäume wie häufig gewässert wurden und dann in heißen Sommern also dazu beitragen kannst, dass deine Straße grün bleibt. Das ist auch eine irgendwie witzige und coole Anwendung, wenngleich der Fokus, finde ich, im Hinblick auf eine bedürfnisorientierte und vor allem diese große sozial-ökologische Transformation, die auf uns wartet, der Blick da wirklich eher auf den größeren Infrastrukturen liegen sollte und dass die ordentlich digitalisiert werden. Gerade im Verkehrsbereich lässt sich da viel rausholen. Wir haben gemerkt während der Corona-Pandemie, wie wichtig Bildungsplattformen sind. Wir haben gesehen, wie instabil die Bildungsplattformen sind, auf welchen wackeligen Säulen sie stehen. Und es kann nicht sein, dass dann hier Schulen am Ende doch wieder auf private Softwarelösungen zurückgreifen müssen, weil das vom Land verwaltete Moodle nicht ordentlich läuft. Also hier braucht es wirklich eine bessere finanzielle Ausstattung, eine bessere personelle Ausstattung in den Kommunen, aber auch insbesondere, was die Koordination angeht, auf Bund- und Länderebene. Ihr merkt das gerade, also das Thema Smart City, so, ne, auch für Berlin kann so groß sein. Da gibt es einfach verschiedene Elemente mit drin, die man natürlich differenziert betrachten muss, ob das mit Bildung zu tun hat, ob das mit Verkehr, mit Mobilität zu tun hat oder. Und letztendlich ist es natürlich die Frage, und das ist vielleicht auch die Besonderheit bei der derzeitigen sozusagen Smart City Strategie, die sich ja hoffentlich noch im Prozess einfach mitbefindet, so was sind unsere Bedürfnisse als Berlinerin, was wollen wir? Es ist klar, es ist schwierig, nicht alles zu greifen.
Darum haben wir uns in unserem Workshop damals gekümmert gehabt, halt sehr genau darauf einzugehen, eher qualitativ anstatt quantitativ, also abfragen, so findest du das wichtig, jenes wichtig, sondern du musst ja mit den Menschen einfach mal ins Gespräch kommen und vor allem auch mit den unterschiedlichen Menschen in unserer Stadt einfach mit drin. Bei mindestens 3,5 Millionen, anwachsend auf 4 Millionen demnächst, ist da auf jeden Fall noch einiges nachzuholen. Und da sollte sich mit Sicherheit auch die Verwaltung letztendlich als ausführendes Organ sozusagen, die ja durch die Politik letztendlich, durch das Abgeordnetenhaus natürlich auch ermächtigt wird beziehungsweise beauftragt wird durch die Senatoren, durch die Staatssekretäre und. Herr Nägele, habt ihr vorhin gehört gehabt, ein Akteur, ein Stakeholder sozusagen mit drin. Was ist uns wichtig einfach in Berlin? Und da können wir noch zusammen kommen und müssen wir zusammenkommen, mit Sicherheit. Wir haben noch andere Fragen bekommen. Welche Projekte im Modellprojekt umgesetzt werden sollen zurzeit? Also was ich mitbekommen habe, es gibt halt das Ding, was auch Richtung Smart City geht. Da geht es letztendlich, wenn ich das sagen darf, auch wenn ich hier gerade in Friedrichshain bin, Ost-Berlin sozusagen. Es geht um West-Berlin, um den Hardenbergplatz, um die City West mit drin, wo unterschiedliche Interessen natürlich zusammenkommen. Nicht nur wie Richtung Hardenbergplatz das gestaltet werden soll mit Neubau, auch wie man Mobilität vielleicht anders denken kann. Sprich, macht es durchaus Sinn, und das ist durchaus auch eine spannende Frage, mit Daten eben einfach zu schauen, so, ey, wo brauche ich gerade irgendwie einen Bus mehr, weil es dort irgendwie einfach einen Peak gibt, weil die Menschen zu der Zeit mehr unterwegs sind, und sowas kann einfach mitnutzen. Vielleicht hat Dominik da auch noch was zu erzählen. Ansonsten kommen hier jetzt schönerweise endlich mehr Fragen rein. Genau das habe ich mir irgendwie erhofft gehabt, dass das einfach ein bisschen interaktiver wird. Ihr könnt gerne schreiben. Wir versuchen darauf einzugehen. Wir haben auch noch eine gute Dreiviertelstunde sozusagen Zeit. Und meiner Meinung nach ist das schon irgendwie ein Beteiligungsprozess, den wir hier auch machen. Selbstverständlich können Dominik und ich nicht bestimmen so, was wird, aber ist auf jeden Fall sehr cool, dass etwas reinkommt. Hast du noch ein Beispiel, lieber Dominik, was man als Modellprojekt sozusagen beschreiben könnte oder eine Vorstellung oder vielleicht auch einfach einen Wunsch so, weil wenn es um Bedürfnisse von uns Berlinerinnen geht, so, ne, hat ja jeder unter Umständen andere Bedürfnisse eben auch. Ja, genau. Ich habe gerade noch die Seite gesucht, in der die fünf Umsetzungsprojekte für die... Hat ja jeder unter Umständen andere Bedürfnisse eben auch. Entschuldigung, willst du das nochmal sagen? Das kam, glaube ich, gerade nicht durch. Ich habe es doch zu spät gehört. Das kam gerade rein. Ich glaube, das war nur ein technischer kleiner Fehler sozusagen. Okay. Okay, gut. Genau, also die Umsetzungsprojekte im Modellprojekt Smart City, die vom Bundesinnenministerium hier finanziert werden, weil die Stadt Berlin zu wenig Geld dafür hat, das selber zu machen, umfassen unter anderem das, was du schon gesagt hast. Man will einen Platz smart machen, man will smarte Wasserstandsanzeigen haben. Ja, es sind alles ganz nette Dinge, aber wie gesagt, es ist rührt nicht am Kern der städtischen Infrastruktur, Mobilität, Gesundheit, Bildung etc. Da setzt es nicht unbedingt an. Es sind eher so kleine Nice-to-Have-Geschichten. Und ja, also die wirklich dicken Batzen sozusagen, die werden in der Regel dann schon den öffentlichen Unternehmen überlassen, also sprich den Verkehrsbetrieben, den Krankenhäusern, den Schulen. Das zählt leider häufig nicht mit zur Smart City, was ein bisschen schade ist. Gleichzeitig zählt auch eigentlich der ganze Bereich E-Government, also digitale Verwaltungsdienstleistungen per Definition, eben auch nicht unbedingt mit zur Smart City. Das heißt, es hat eigentlich, hat der Begriff Smart City so ein Zwischendasein zwischen E-Government und digitaler Daseinsvorsorge. Man kann ihn natürlich auch oben drüber stellen. Aber vielleicht so viel zu den Umsetzungsprojekten jetzt konkret. Im Projekt Siebenstadt 2.0 war eine Frage von Thomas. Sind wir bisher nicht involviert? Es gibt aber, um das vielleicht auch nochmal hier zu sagen, auch lobend hervorzuheben, durchaus ein Smart City Beirat, der diese Smart City Strategie in Berlin
mit begleitet. Und da sind Vertreterinnen der digitalen Zivilgesellschaft mit dabei. Genau, die treffen sich ab und zu und reden, allerdings dringt da auch nicht viel nach außen. Bisher gab es, das ist jetzt der zweite, Patty hatte ja am Anfang darauf hingewiesen, die zweite Phase, in der wir als Stadtgesellschaft die Strategie kommentieren dürfen. Das läuft über eins der besagten Partizipationsportale. Ja, das ist dann also meinberlin.de heißt das, gibt es inzwischen auch verschiedene andere, baut auf der Konsul-Software auf, Vergleichbares gibt es auch von DCDIM aus Barcelona, wird häufig genannt. Solche Partizipationsplattformen sind nett, auch hier kann man sich mal informieren, aber es fehlt eben wirklich die Mitsprache und Mitentscheidungsfähigkeit, das heißt, es bleibt so eine Abfrage. Ja. Jetzt sehe ich gerade, die weiteren Fragen sind aus meinem öffentlichen Chat verschwunden. Wie mit dem derzeit eigentlich das Wasser? Also für Gieß den Kiez, ich glaube in der Regel, und ich habe eine gute Freundin, die das selber macht, naja, im Endeffekt zahlt sie das natürlich selbst so, ne? Weil sie einen Schlauch rausgelegt hat aus ihrem Haus, beziehungsweise das Wasser von sich aus ihrem Haushalt eben rausholt. So viele öffentliche Wasserpumpen als auch Brunnen habe ich ehrlich gesagt noch nicht in Berlin gesehen gehabt, so dass man sich daran bedienen könnte. Mit Sicherheit ist das ein wichtiger Punkt. Warum soll man das als privater Bürger sozusagen machen und letztendlich dafür noch Geld zahlen, wenn es eigentlich, und ich finde, so weit darf man durchaus gehen, Aufgabe der Stadt sozusagen mit ist, Wasser bereitzustellen, wie man das abrechnungsmäßig machen könnte, so keine Ahnung gerade, ganz ehrlich, aber auf jeden Fall eine spannende Frage, einfach deswegen, nicht nur Probleme, die es in Berlin gibt und gegen Klimaveränderung können wir auf jeden Fall alleine nichts machen, aber zusammen, und da ist es mit Sicherheit dann auch wichtig, irgendwie Unterstützung seitens des Staates beziehungsweise in Berlin des Senats, der Verwaltung irgendwie zu bekommen, vielleicht ist das auch ein anderer interessanter Faden, sich darüber dann einfach genauer auszutauschen. Im Chat lese ich gerade noch Freifunk, Bäume bewässern, sodass man zu Entdeckungstor gehen können, Daten nicht 20 Leerzeichen haben muss. Ich habe da gerade keine Antwort drauf. Vielleicht hast du was, Dominik. Zum Ehrenamt könnte ich noch was sagen, wie man damit umgeht. Ja, ich mache selber viel Ehrenamt. Bin froh darüber, dass ich natürlich auch eine Erwerbstätigkeit habe, womit ich Geld verdienen kann. Wie man damit am besten umgeht, wie man die Zeit vielleicht auch hat, wie dann unterschiedliche Bürgerinnen in Berlin das machen können, weil mich das interessiert, nehme ich mir einfach die Zeit und sage so, das ist mir wichtig. Deswegen habe ich hier heute mit Dominik zusammen für euch eben diesen Talk gemacht und interaktiver gestaltet, so ja, dafür wirst du leider nicht bezahlt, so wie man das vielleicht auch weiter reinbringen kann, generell in Berlin so. Spannende Frage, eine sehr wichtige Frage, und ich glaube, da gibt es durchaus Erfahrungswerte, wie man das machen kann. Ein Beispiel ist meiner Meinung nach mit drin, schaut einfach mal in euren Kiez rein, in sozusagen niederschwellige Räume, die es gibt. Ich meine jetzt nicht nur Hackspaces, Makerin-Spaces und Co., vielleicht auch das Freizeitseniorenzentrum und Co., wo man so ein Thema durchaus, wenn wir jetzt keine Pandemie hätten, ja, einfach mal vorstellt und beziehungsweise dazu informiert. Alles lässt sich mit Sicherheit nicht digital abbilden, sondern es ist halt auch eine Menge Face-to-Face-Kommunikation unter den Menschen zusammen. Wo kommen Menschen zusammen? Wo ist das interessant, dass man sich über so ein Thema austauscht? Weil uns das letztendlich alle betreffen wird, die digitale Infrastruktur in Berlin. Und wo kann man da zusammenkommen? Kann natürlich auch der nächste Spielplatz sein oder die Kita-Gruppe oder so. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und ein super-duper Beispiel, wie man das jetzt am besten machen kann, weiß ich gerade nicht. Ich kann euch
eins sagen, weil ich bei den Lebensmittelpunkten in Berlin Mitarbeitern das mache. Es gibt halt unterschiedliche Initiativen, die vor Ort was tun. Das ist zum Beispiel halt auch eine Möglichkeit, ins Gespräch miteinander zu kommen. Und ich finde es aber auch wichtig und das auch sehr deutlich zu sagen, dass es nicht nur darum gehen kann, was wir Berlinerinnen letztendlich machen, sondern letztendlich auch muss es Support und Unterstützung seitens der Verwaltung des Senats sozusagen einfach mitgeben. Natürlich auch irgendwie Gelder bereitgestellt werden. Wenn ich jetzt nochmal an dieses ehrenamtliche Beispiel anknüpfen darf, wie man das dann letztendlich ausgestaltet, sei in diesem Moment mal dahingestellt, aber auf jeden Fall einfach ein Rückhalt hat in der Politik mit drin, seitens des Senats sozusagen mit drin, weil er ja auch ganz gerne möchte. Deswegen gibt es ja sozusagen die zweite Smart City Strategie. Die haben Lust auf Beteiligung und da kann mit Sicherheit deutlich mehr gehen. Wie man das dann ins Detail macht, bin ich mir gerade etwas unsicher. Aber ich glaube, da ist es wichtig, einfach auch auf Input von euch, von uns Berlinerinnen zu hören. Und vielleicht hat Dominik auch noch einen Vorschlag oder du nimmst dir mal die nächsten Fragen an. Ja, also ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass wir auf kommunaler Ebene in Deutschland tatsächlich mehr Gestaltungsspielraum haben als Bürgerinnen, als das auf Landes- oder auf Bundesebene der Fall ist. Ja, also das reizt mich persönlich erstmal. Es gibt dieses Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung, dass Kommunen eben für die wesentlichen Infrastrukturen der Bürgerinnen sich verantwortlich zeichnen können. Und mit dieser Verantwortung geht eben auch echt ein gewisses politisches Potenzial einher, was man super nutzen kann, um eben die klassischen Forderungen der digitalen Zivilgesellschaft, Open Source, Open Data, Datenschutz etc. da reinzutragen. Und das ist eben ganz wichtig, dass das getan wird, weil es hat sich inzwischen gebessert, aber bis vor kurzem blieben diese Prinzipien, diese Gedanken, die damit verbunden waren, sozusagen irgendwie das Erbe aus Jahrzehnten digitalem Engagements der Zivilgesellschaft, das fiel irgendwie hinten runter und sickert so nach und nach jetzt in diese Prozesse ein. Deswegen ist es einfach ein schöner Raum, um auch dort auf kommunaler Ebene vor Ort bei sich zu Hause sozusagen dafür einzustehen, wie eine Digitalisierung gestaltet werden kann. Das ist eben nicht alleine von privaten Softwareunternehmen gestaltet werden sollte, die damit Geld verdienen wollen. Das liegt irgendwie auf der Hand. Genau. Ich sehe jetzt hier gerade noch die Frage zu nebenan. Ansonsten sehe ich keine weiteren Fragen bei mir. Falls da noch welche sind, Patty, kannst du sie gerne nochmal nennen, weil die werden mir gerade angezeigt. Mit Sicherheit auch eine sehr interessante Frage. Kinder und Jugendliche für das Thema Smart City sozusagen zu begeistern oder Interesse einfach zu wecken. So ganz klassisch würde ich die antworten, ja, okay, muss mit in den Schulunterricht sozusagen mit rein. Das ist natürlich föderal organisiert. Da liegt es im Ermessen der Lehrer und Lehrerinnen in Berlin, wenn ich so Lehrpläne richtig verstanden haben sollte, dass sie natürlich auch bestimmte Unterrichtseinheiten selbst gestalten können. Ob es da jetzt von Senatsseite sozusagen eine ansprechbare Personenstelle gibt, ist mir bisher nicht bekannt. Trotzdem ist es wichtig, weil natürlich einfach Jugendliche und Kinder genauso mit dazu gehören, wie alle anderen Menschen in Berlin letztendlich auch. Und eventuell oder sehr wahrscheinlich auch unterschiedliche Bedürfnisse einfach haben, wenn sie sich unter Smart City was vorstellen können. Keine Ahnung, was das sein kann. Also ich meine jetzt kein Überraschungsei mit einem RFID-Chip irgendwie mit drin. So müsste man sie mit Sicherheit einbeziehen und auch mal nachfragen beziehungsweise letztendlich natürlich auch evaluieren. Und ich würde da halt auf jeden Fall appellieren, dass Lehrer und Lehrerinnen sich darüber Gedanken machen und vielleicht auch den Austausch einfach mit dem Bündnis Digitale Stadt suchen. Da gibt es bestimmt Schnittmengen mit drin. Bildung wurde ja schon mal angesprochen, auch von Dominik, was man da eben machen kann. Wie man das ausgestaltet, so weiß ich derzeit auch nicht. Ja, also vielleicht nochmal an der Stelle Engagement und natürlich auch für junge Erwachsene oder vielleicht sogar für Kinder. Eignet sich natürlich einfach toll, wenn du über das Prinzip von Open Source an Gemeingütern mit herumdoktern kannst. Also dieses Prinzip,
ist, glaube ich, auch einfach ein sehr, sehr schönes, zu sagen, wir haben jetzt hier eine digitale Infrastruktur und die ist auch, die ist offen, mit einem offenen Quellcode, und wir können jetzt hier Programme, Add-ons schreiben, die, wenn sie gut sind, von verschiedenen Städten auch benutzt werden können. Ja. Das setzt natürlich voraus, dass es auch eine Sichtbarmachung von Open Source Code gibt. Ein Open Source Repository ist an verschiedenen Stellen in Entwicklung. Ich glaube, das ermöglicht auch nochmal wirklich Teilhabe, auch demokratische Teilhabe von Bürgerinnen auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Form von Teilhabe, weil sich, um das mal so ein bisschen demokratietheoretisch nochmal aufzuziehen, unsere Stimme nicht mehr alleine heute auf die Ablehnung zu gewissen Personen oder Gesetzen beziehen sollte, sondern insbesondere auch auf die Wahrnehmung von technologischen Infrastrukturen und die Möglichkeit, diese technologischen Infrastrukturen mitzuentwickeln. Das ist, glaube ich, einfach eine ganz tolle Sache. Deswegen auch hier die Prozesse öffnen. Wenn wir ein neues Stadtportal in Berlin entwickeln, warum läuft das nicht von Anfang an auf Open Source? Ermöglicht damit eben verschiedenen Open Source Entwicklerinnen dann auch wirklich auf diese Art teilzuhaben und zu checken, wie der Code funktioniert. Das wäre eine wichtige Rolle. Da sind noch ein paar weitere Fragen sozusagen reingekommen oder auch interessante Links einfach mit drin. Genau so ein Projekt an der TU Berlin, von ich auch schon mal gehört habe. Das gibt es nicht nur Kinder und Jugendliche, Studierende genauso. City Lab hat da auch einen Workshop für Studis halt gemacht gehabt. Keine Ahnung, wie das gelaufen ist. Da hatte ich nicht dran teilgenommen gehabt. AGs in den Schulen sozusagen mit drin, Schulprojekte. Klar, wer macht die AGs letztendlich so? Meiner Meinung nach immer noch Lehrer und Lehrerinnen. Ne? Vor allen Dingen die, was vor Ort einfach in dem Kiez, in der Schule vorantreiben können. Verkehrswende ist mit Sicherheit ein Thema von Smart City mit drin. Auch wenn es dein Bedürfnis ist, liebe Katha, genauso meins und von vielen Menschen in Berlin definitiv. Wir merken ja schon, dass hier so eine kleine Verkehrswende langsam passiert und man nicht nur an Autos sozusagen denkt, sondern halt auch an Fahrradwege und. Vielleicht auch öffentlicher Nahverkehr für alle Leute kostenfrei könnte ja auch zu einer Smart City gehören, das mal mit reingebracht. Von mir als Beispiel sozusagen. Und jetzt hier mal eine schöne kritische Frage einfach mit rein. Smart City und Gentrifizierung. Ja, Startups, Prestigeprojekte. Ich glaube, Startups werden wir in Berlin nicht loswerden. Es ist meiner Meinung nach auch nicht jedes Startup irgendwie total scheiße. Ich finde Lieferdienste nicht unbedingt so toll, möchte jetzt hier keinen Namen irgendwie nennen wollen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit sozusagen meine. In Berlin einfach mit drin, wo man generell hinterfragen kann, warum braucht man das überhaupt so, ne? Oder warum hat das Erfolg so? Und das haben wir auch bei uns im Bundesverband letztendlich mit drin. Wir fragen halt nach so, ja, Technik für Menschen, von den Menschen, für den Menschen letztendlich mit drin und auch mal zu hinterfragen in dem Moment, ist das überhaupt sinnvoll? Brauchen wir das? Brauchen wir wirklich in jedem einzelnen Bereich letztendlich auch eine Digitalisierung so? Ich vermute persönlich nie das nicht, und wie man dann mit den Widersprüchen letztendlich auch umgeht, dass Amazon wird kommen in Friedrichshain an der Warschauer Straße definitiv. Das wird Auswirkungen haben, hundertprozentig. Allein schon die Menschen, die dort arbeiten, werden neu eingestellt werden. Keine Ahnung, ob sie das schon sind oder nicht. Wir wollen ja halt irgendwo wohnen. Ich glaube nicht, dass sie rausziehen werden nach Ahrensfelde und Co., sondern halt im Kiez bleiben wollen. Und okay, Amazon ist jetzt kein Startup mehr, ist natürlich ein Global Player, ein großer Player einfach mit drin, und eine ausgiebige oder umfassende Antwort habe ich da auch noch nicht auf jeden Fall dazu. Ich glaube halt leider auch, verhindern wird man das nicht können, das Beste draus sozusagen machen. Gebaut wird ja schon. Dominik, vielleicht hast du auch noch mehr zu ergänzen? Ja, also genau, das Stichwort Gentrifizierung ist echt gut. Es gibt so ein
versucht, das als technologische Gentrifizierung auch auf Smart City-Prozesse zu beziehen. Das hätte zum Beispiel, ein schönes Beispiel dafür ist, dass wenn jetzt nur noch alle ihre Apps nutzen, um Tickets für die Bus und Bahn zu kaufen, es keine Ticketschalter mehr gibt, dann wäre das natürlich für all diejenigen, die kein mobiles Internet haben, und es sind knapp 20% in Deutschland tatsächlich, nach wie vor ein Ausschlusskriterium. Das heißt, wir müssen bei allem, was wir an Smart City-Prozessen denken und entwickeln, mitdenken, dass ein Fünftel der Bevölkerung daran vermutlich nicht in dem Maße teilhaben kann, wie das sich die UX-Designer zu denken würden. Ja? Das ist der eine Punkt. Gleichzeitig würde ich sagen, ist es wichtig, so proaktiv mit diesem vermeintlichen Widerspruch zwischen Smart City und Gentrifizierung umzugehen und sich davon nicht abschrecken zu lassen, so generell, ja. Also ich glaube, es ist mehr der Fokus, um den es hier geht. Ja? Also wollen wir eine Digitalisierung, die vor allem den gläsernen Konsumenten, die gläserne Konsumentin hier produziert, das heißt vor allem Daten von KonsumentInnen erhebt, um dann besser Werbung ausspielen zu können? Oder wollen wir nicht vielmehr eine Digitalisierung, die vielleicht die Produkte, die wir konsumieren, in den Mittelpunkt stellt? Produktdaten, die uns helfen würden, unsere externen ökologischen Kosten viel besser zu bemessen, oder Sensoren, die uns dabei helfen, Hochwasserkatastrophen zu verhindern, Umweltdaten einfließen lassen, CO2-Anzeige, wie teuer ist meine Fahrt mit dem Carsharing etc. Also so ein bisschen den Fokus der Datafizierung verändern, weg von personenbezogenen Daten hin zur digitalen Erfassung unserer Umwelt, um die damit, ja, beherrschbarer zu machen. Und das klingt natürlich auch schon wieder ein bisschen schlimm, ja. Aber letzten Endes ist das eine Chance, die Smart City verspricht. Und ich finde, die Klimakatastrophe ist so weit vorangeschritten, dass wir das zumindest nicht ganz außer Acht lassen dürfen. Da war jetzt schon auch der Bezug zur Frage von F. Koch drinne, die Rolle der Nachhaltigkeit in der Smart City Strategie. Also ja, es gibt Potenziale. Die werden in der Regel von denjenigen, die an diesen Prozessen beteiligt sind, Beratungsunternehmen, sehr hochgehalten, wenn nicht sogar überbewertet. Ja. Aber es gibt natürlich gewisse Optionen, sei es nur die Erfassung und Bemessung des gesamten Energieverbrauchs, um eine stückweise Reduktion des Energie- oder auch des CO2-Emissionen zu berechnen und entsprechend auch sich deutlich zu machen, wie groß die Lücke noch ist, die unser Lifestyle aktuell im Vergleich zu einem nachhaltigen Lifestyle aufweist. Ne? Genau, deswegen halt, ne, Digitalisierung und Nachhaltigkeit definitiv ein Top-Thema für eine mögliche Smart City in Berlin oder anderswo mit drin. Wie geht man mit Rohstoffen und Ressourcen um? Woher kommen die letztendlich? Weil Digitalisierung setzt letztendlich Technik voraus. Technik meint im Endeffekt Endgeräte oder Zwischengeräte wie ein Server, sonstiges mit drin. Und sollte eine Stadt komplett digital sein, so brauchst du einfach Rohstoffe und Ressourcen und musst dich halt letztendlich auch fragen, ob das sinnig ist, das halt auch einzusetzen oder wofür letztendlich einzusetzen. So, also ich brauche persönlich keinen smarten Kühlschrank, habt auch keine Lust drauf. Das verstehen aber auch Menschen und das smart irgendwie mit drin, dass der Kühlschrank dir dann letztendlich sagen könnte, so, oh, die Milch ist abgelaufen oder kauf dir mal eine neue. So. Sehr interessantes Thema. Das weiß ich auch aus dem Bits und Bäume-Kontext. Deswegen ist mir Bits und Bäume natürlich auch besonders wichtig irgendwie mit drin. So, da ist Forschung halt vorhanden, aber es gibt auch noch nicht zu allen Problemen letztendlich irgendwie empirisch valide Zahlen dazu, was wir vermutlich alle kennen. Ihr nutzt Netflix oder guckt Netflix so. Ja, woher kommt die Energie letztendlich, ne? Für die zig Millionen Enduserinnen, die Netflix letztendlich mit benutzen. Das sind spannende Fragen, wo die Wissenschaft halt dran ist, wo es auch Aussagen einfach so gibt, wo man einfach valides Material zu hat und Aussagen treffen kann und vielleicht auch aufgrund dessen für eine Smart City-Strategie mal überlegt, was ist für uns wichtig, was brauchen wir. Kommen weitere Fragen rein? Ich werde mal nebenbei eine rauchen, vielleicht machst du mal darauf eingehen, lieber Dominik.
Ja, so oben war noch eine Frage, was von Miraculum, was denkt ihr dazu, wenn der Staat sich dazu verpflichten würde, nur noch Open Source Software einzusetzen? Ja, das finden wir natürlich super. Und tatsächlich geht der Trend auch ziemlich stark dahin. Also jetzt ganz aktuell der neue Koalitionsvertrag, sowohl auf Bund als auch auf Berliner Ebene, hat entsprechende Klauseln oder Sätze drin, dass man sich nicht nur zu Open Source bekennt, sondern dass man das auch wirklich vorantreiben möchte. Gerade Berlin hat einen Open Source Vorbehalt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, drin. Der Mechanismus ist so gedacht, dass sobald es öffentliche Anschaffungen geben soll, also öffentliche Ausschreibungen auch, in der digitale Technologie zugekauft wird, dann soll geprüft werden, ob diese nicht Open Source beschafft werden kann oder sogar neu entwickelt werden kann. Das heißt, auch die kommunalen IT-Dienstleister, die meisten Länder, viele Städte haben, öffentlichen Rechts oder die also ihren IT-Systemen verwenden, diese Organisationen bekommen jetzt eine ganz andere oder zunehmend wichtige Funktion, indem sie eben auch eine Software entwickeln, die als Open Source bereitstellen. Sie werden selber zu Habern des Open Source Ökosystems in Europa und auf der Welt. Ja. Genau, insofern finden wir das natürlich super. Zum Thema Freifunk fällt mir noch ein. Ich war damals selbst bei einem Treffen in dem Gebäude des City Labs, was sich ja am sozusagen Tempelhofer Feld befindet, dort mit, wo die Freifunk-Community zusammengekommen ist, mit Leuten, die in der Mobilitätswende, sage ich jetzt mal, auch unterwegs sind und sich ausgetauscht haben, was da konkret draus geworden ist. Es ging auch über LoRaWAN mit drüber hinaus, kann ich jetzt gerade irgendwie nicht widerspiegeln, weiß ich nicht. Ich glaube, letztendlich kann man Richtung Freifunk definitiv noch anders denken in Berlin. Und ich frage mich ganz ehrlich selbst oftmals, warum das nicht ja, durch die Verwaltung, durch den Senat, auf das Land Berlin bezogen, einfach mehr unterstützt wird. Es geht mir jetzt nicht explizit um Störerhaftung und Co. Das wäre ja ein bundespolitisches Thema, aber Freifunk kann auf jeden Fall einiges dazu beitragen in Berlin und das gehört meiner Meinung nach definitiv zu einer Smart City von morgen in Berlin mit dazu, dass ich eben nicht darauf angewiesen bin, von einem privaten Unternehmen, wogegen ich letztendlich nichts habe, wenn ich ganz genau irgendwie wüsste, so, ne, was machen die mit meinen Daten, wenn ich mich einlogge mit meiner IP-Adresse, sonstiges, oder müsste ich im Zweifelsfall noch ein VPN vorschalten oder nicht so. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun und Freifunk ist ja durchaus nicht nur das Technische hinter, sondern halt auch eine soziale Vernetzung mit den Leuten mit drin. Und da gibt es einfach eine Menge Positivbeispiele in Berlin, in den unterschiedlichen Kiezen. Hier wurde gesagt, der Stromausfall von Köpenick vor 2 Jahren, ja, das habe ich auch mitbekommen, so, ist die Energie weg, so, ja, Kacke. Und dass jeder irgendwie eine autonome, autarke Energieversorgung haben wird in Berlin, das bezweifle ich doch sehr stark. Auch wenn man sich da mit Sicherheit individuelle Lösungen mit einer wie auch immer gearteten Möglichkeit USB oder sonstiges einfallen lassen kann. Genau. Hier gibt es coole Vorschläge, wie man den Internetzugang über Freifunk auch krisenfest und resilient gestalten kann. Super Idee, das Danke. natürlich mit Solarenergie zu powern. Total wichtiges Thema auch. Ich weise da auch gerne auf Manuel Altog hin und Co. sozusagen. Sorry, wenn ich jetzt nicht alle Namen abkarre, sozusagen AG Kritis, ne? Wie du einfach mit einer Infrastruktur, die nun mal vorhanden ist, definitiv nicht gut ausgebaut ist, einfach umgehst, um letztendlich auch krisenresilienter zu werden. Und Resilienz, nicht nur für uns als Bundesverband, halt auch ein Anliegen einfach mit drin. Wie gehst du damit um in Berlin? Und was soll die Stadt von morgen, wenn wir über eine Smart City in Berlin sprechen wollen, halt dazu beitragen können? So, und das sind einfach Fragen und auch Beispiele von euch einfach mit drin.
die meiner Meinung nach definitiv in so einen Prozess mit reinfließen müssen. Wie gesagt, der Senat hat es gerade so vorgesehen, die nächsten 5 Tage noch. Man kann das kommentieren. Dominik hat auch gesagt gehabt, nächstes Jahr geht es weiter mit dem Bündnis Digitale Stadt, mit dem runden Tisch und Co., sich dort einzubringen. Genau diese Best-Practice-Beispiele, coole Projekte, coole Ideen einfach reinzubringen, weil das ja einfach Bedürfnisse von uns unterschiedlichen Berlinerinnen sind. Und wir sind ja gerade auch nur ein kleiner Teil. Also es fehlen noch total viele Menschen, die in Berlin auch leben und definitiv ihre Berechtigung haben. Wie gehst du damit um, wenn du körperlich beeinträchtigt bist, auf dem Rollstuhl angewiesen bist oder den Rollstuhl noch nicht mal selber irgendwie schieben kannst? Was kann eine Smart City dafür beitragen? Wie gehst du damit um, wenn du nicht hören kannst, wenn du nicht sehen kannst? So, das gehört halt zu Berlin einfach mit dazu, genauso wie die unterschiedlichen Menschen mit ihren unterschiedlichen Herkünften hier in Berlin einfach auch leben. Und das ist meiner Meinung nach, das ist auch eine Erkenntnis gewesen, aus dem Workshop mit drin, da wurde bisher leider noch nicht sehr groß drauf eingegangen. So. Und wenn man das wirklich hundertprozentig inklusiv denken möchte, was allein schon eine theoretische Herausforderung ist, darüber nachzudenken, muss man definitiv meiner Meinung nach darüber einfach ja, nachdenken, beziehungsweise natürlich auch Best-Practice-Beispiele vielleicht einfach schaffen, wie man das machen kann. Und das ging ein wenig zu kurz leider in dem bisherigen Prozess. Und ich glaube, da hat Berlin einfach ein unheimliches Potenzial, wie man das gestalten kann. Ihr habt gestern zum Beispiel auch in der C-Base einen Vortrag über FOSS gehört gehabt. Open Source ist hier schon mehrmals gefallen. Wir haben in Berlin ziemlich viele Leute, Initiativen. Wir haben auch Firmen hier, die sich dafür einsetzen, mit auseinandersetzen, nicht nur irgendwie politisch, gesellschaftlich, sondern aktiv irgendwie drin sind. So, das fehlt mir persönlich selber die ganze Zeit, so dass man das bisher leider noch nicht irgendwie weitergedacht hat. Jo, es gab noch eine Frage, Handmeldung von Diana, ob es noch aktuell ist. Ich glaube, sie ist gar nicht mehr hier im Raum. Könnt euch selbst entmuten, wenn ihr möchtet, und sprechen und Kamera anschalten, ist halt eure Wahl, wie ihr möchtet. So, ne? Wird halt klar gerade live gespeamt und wird in der Mediathek auf jeden Fall landen. So, eure Entscheidung. Jetzt kam hier die Frage, was könnten Indikatoren für eine humane Smart City sein? Ja, das ist tatsächlich die richtige Frage auch, oder? Vielleicht zu selten gestellt wird. Also wir gehen von diesen eher abstrakten Leitlinien der Cities Coalition for Digital Rights aus, die ich gerade vorhin auch angeworfen hatte. Und ich denke, es sind eben wirklich die Evergreens, die Klassiker, ja, Open Source, Open Data, Datenschutz, Nachhaltigkeit, und eben sowas wie demokratische Teilhabe, Transparenz, algorithmische Rechenschaftspflicht. Also es ist jetzt nichts Neues sozusagen, was hier gefordert wird. Der Punkt ist eher, dass der Cleavage sozusagen, das, was fehlt oder die gegebene Infrastruktur entwickelt sich so schnell weiter, dass auch die Forderung dieser einfachen Prinzipien zunehmend eine größere Bedeutung erfährt. Ja? Also wir haben es ja jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, wenn wir eine Contact-Tracing-App wie Luca haben, dann läuft es halt nicht richtig. Ja? Deswegen muss man einfach diese Prinzipien auch allgemein anerkennen oder sich dafür einsetzen, dass sie allgemein anerkannt werden und im einzelnen Fall dann auch ausbuchstabiert werden. Das ist, glaube ich, einfach das, was im Smart-City-Bereich so die große Aufgabe ist. Was heißt denn jetzt Open Data im Bereich E-Government? Welche Daten sollen jetzt hier konkret offengelegt werden und welche eben auch auf jeden Fall nicht? Ja? Sowas ist einfach ganz, ganz wichtig, da mitzudenken. Ja, genau. Ansonsten will ich nochmal die restliche Zeit auch gerne euch nochmal dazu motivieren, euch konkret zu überlegen, wie so ein Stadtportal aussehen könnte, in dem sich die besagten Leitlinien der digitalen Zivilgesellschaft niederschlagen. Denn auch das ist so ein konkreter Anwendungsfall, der, glaube ich, einfach von der Bedeutung her für das alltägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger extrem wichtig ist, weil sie dort ihren Kita-Platz buchen, weil sie dort ihren Personalausweis
neu beantragen, weil sie dort angeben, wann sie ihren Müll abgeholt werden und etc. Ja, weil sie dort die Tickets fürs Schwimmbad kaufen können. Also das sind alles Möglichkeiten, die so ein Stadtportal langfristig birgt. Und aber es ist noch vollkommen unklar, ob sowas am Ende von einem privaten Unternehmen betrieben wird, was sich da mit Werbeeinnahmen am Ende finanziert, oder ob es nicht am Ende ein demokratisches Aufsichtsgremium gibt mit einer repräsentativen Vertretung der Stadtgesellschaft, die darüber beschließen, wie auch Menschen ohne Smartphone beispielsweise teilhaben können an dem Stadtportal. Also ihr merkt, es sind einfach andere Logiken, mit denen man auf diese digitale Stadtentwicklung jetzt blicken kann. Und ja, soweit. Also gerne auch mal an euch der Aufruf, eure Ideen auch für so ein Stadtportal nochmal mitzuteilen. Danke. Auch danke für den Einwurf sozusagen, ne? Menschen ohne ein Endgerät, ein Smartphone. Und heutzutage wird es ja oftmals einfach vorausgesetzt, auch wenn du in ein Testzentrum gehst und dich auf Corona testen lässt, dass du ein Smartphone sozusagen hast. Und es gibt mit Sicherheit nicht wenige Menschen in Berlin, die kein Smartphone haben, aus unterschiedlichsten Gründen. So, weil sie es vielleicht nicht wollen, weil sie kein Geld dafür haben, weil teilweise vielleicht nicht alles funktioniert, so wie man sich das gerne denkt mit dem Smartphone, so dass ich ganz easy peasy irgendwie diese App und jene App nutzen kann. Ich glaube, das kennt ihr selbst so, je nachdem, welches Endgerät ihr habt, mit welchem Betriebssystem und Co. ist das halt nicht alles immer so einfach lösbar. Zum Beispiel zur Corona-Warn-App, ja, über den Google App Store konntest du dir das ziehen. Bei F-Droid hat das länger gedauert gehabt, das einfach zu bekommen. Und da frage ich mich halt auch und finde das einfach wichtig, für eine Smart City sozusagen mit drin, sowas letztendlich auch anbieten zu können, dass das plattformunabhängig ist, dass ich nicht darauf angewiesen bin, irgendwie das neueste iPhone zu haben, das neueste, wie auch immer, Endgerät mit dem aktuellsten Android drauf, sondern müsste halt unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten geben, aber vielleicht habt ihr da auch noch mehr Ideen oder Vorschläge einfach zu. Hier kam gerade noch rein, würde der Senat freifunkbasierte, resiliente Infrastruktur als Smart City Projekt unterstützen? Ich finde es geil, aber ich weiß nicht, was der Senat vorhat, das macht, und letztendlich haben wir aber zusammen die Möglichkeit, genau das eben zu artikulieren und zu sagen, so, ja, das wollen wir. Wir wollen in Berlin, dass der Senat sozusagen Gelder zur Verfügung stellt, auch Stellen durchaus, die sich damit auseinandersetzen müssen, also organisatorisch beziehungsweise bürokratisch, letztendlich natürlich auch juristisch, dass das einfach based ist, dass man weiß, man muss sich damit auseinandersetzen. Das kann halt auch eine Forderung aus uns, von uns als Stadtgesellschaft, als Zivilgesellschaft sozusagen letztendlich mit sein. So, das möchten wir, aber das müssen wir halt auch artikulieren. Und das hat Dominik ja auch schon gesagt gehabt, ja, niederschreiben, ein paar Sentence, sonstiges, oder aktiv werden in dem Bereich und ein bisschen mehr Druck machen, so, ey, das wollen wir in Berlin und das kümmert euch mal so nach dem Motto, einfach in die Richtung mit drin. Oder natürlich in der Stadt, wo ihr, wo auch immer seid. Roland schreibt, ob das Stadtportal auch Spaß machen soll. Er könnte sich eine Seite mit gesammelten Fahrradkilometern vorstellen, wo man dann Preise bekommt. Ja, also das finde ich genau den richtigen Gedankengang sozusagen, sich zu überlegen, wie kann man sich diesen Raum aneignen, weil das ist einfach auch ein Raum, wie auch der analoge Raum sich, weil der auch genutzt werden muss. Ja, ein großer Platz, auf dem keine Menschen sind, die dort nicht spielen, nicht Musik machen, sich nicht unterhalten, keinen Markt organisieren etc., ist einfach auch ein leerer, unbelebter Platz. Und genau so müsste im Grunde auch dieses Stadtportal funktionieren, als ein Raum, der eben auch selber gestaltet werden kann von den Bürgerinnen und Bürgern durch beispielsweise solche ja, zusätzlichen Möglichkeiten, Karten, auf denen Plätze für Skaterinnen angezeigt werden. Ja, why not? Also ich meine, es ist nicht schwer vorzustellen, dass man eine Seite hat, die von der Stadt betrieben wird, wo ich Zugang zu allen digitalen Verwaltungsdienstleistungen habe und auf der gleichzeitig ein
ein Button Community oder sowas ist, wo auch die Inhalte der Bürgerinnen und Bürger erscheinen, nach Relevanz, Bewertung, wie auch immer. Ja. Es muss jetzt nicht gleich das ausgebaute soziale Netzwerk vielleicht sein, auf so einem Stadtportal, aber auch das wäre eine Möglichkeit, denke ich. Ja. Für bestimmte Anwendungen ist das sinnvoll. Es macht jetzt vielleicht wenig Sinn, ein zweites eBay aufzubauen, eBay Kleinanzeigen, auch wenn das einfach eine schöne Sache ist, aber ja, Tool, mit dem sich die Vereine beispielsweise besser organisieren können, Nachbarschaften zusammenkommen können, etc. Da ist, glaube ich, die Möglichkeit dafür da in so einem Stadtportal. Digitale Infrastruktur in öffentlicher Hand sozusagen mit drin. Also es gibt über CityLab eine Möglichkeit, einen Server zu nutzen für Vereine, die sich registrieren. Das ist ein Server, von dem ich sozusagen weiß, kann mich aber genauso gut fragen, warum gibt es das einfach nicht mehr? Also wenn wir wüssten, okay, Berlin stellt dieses zur Verfügung. Für Big Blue Button zum Beispiel oder für Jitsi oder mit drin. Und ihr könnt das als Bürgerin einfach nutzen, wenn ihr möchtet. So, das sind vielleicht auch interessante Gedankengänge in die Richtung, in die man einfach denken kann. Wer was braucht, es wäre halt da sozusagen eine digitale Infrastruktur und wie die dann natürlich gehostet ist, durch wen. So, das sind ja durchaus einfach die spannenden Fragen, mit denen wir uns in der nächsten Zeit auf jeden Fall auseinandersetzen müssen. Weil sonst könnte es natürlich auch passieren, dass private Unternehmen so ihr Ding machen möchten und hier irgendwann vor vollendete Tatsachen gesetzt werden und halt nicht mehr die Möglichkeit haben, darauf einzuwirken. So, und kann mir sehr gut vorstellen und bin der Meinung, da ist eben der derzeitige Smart City-Prozess eine gute Möglichkeit, sich dort Gehör zu verschaffen und letztendlich auch als Berliner Stadtgesellschaft eben zu fordern, das und das möchte man. Ja, und Roland fragt, ob seine Idee mit den Fahrradkilometern zur sportlichen Betätigung von Kindern in Pausen auf die Beteiligungsplattform meinberlin.de gehört. Und ich finde, ja, da ist sie auf jeden Fall gut aufgehoben, wenn du Lust hast, dich da mit anderen über diese Idee auseinanderzusetzen, dann könnte es gut sein, dass du da fündig wirst. Ja? Und wenn ihr da entsprechenden Austausch habt. Dann wird da ja vielleicht auch noch was draus, wenn ihr da dran bleibt. Wie gesagt, wir versuchen durchaus als Bündnis auch immer spannende Ideen mit reinzutragen. Und das wäre für mich jetzt einfach eine schöne Idee, die zeigt, wie man diesen digitalen Stadtraum vielleicht auch irgendwie noch anderweitig nutzen kann. Und dass da durchaus Ideen auch da sind, wie man das machen könnte. Aber das ist auch was, was die Verwaltung in den städtischen Gemeinden etc., dass die vielleicht noch ein bisschen lernen können, sozusagen, dass sie nicht nur einfach Dienstleister sind, die wie ein anderes Unternehmen ein Produkt bauen und das dann abliefern, was dann gekauft oder eben nur genutzt wird, sondern dass sie eben selber diese Prozesse organisieren können und Menschen damit reinholen können. Das ist, glaube ich, eine andere Denke. Wie gesagt, hier das Stichwort Open Government als eine Voraussetzung für eine demokratische Digitalisierung. Genauso gut bin ich der Meinung, ist es wichtig, natürlich auch mit klar Unternehmen, mit der Wirtschaft, mit der privaten Wirtschaft letztendlich zu sprechen im Dialog, weil ohne die wird es letztendlich nicht funktionieren. Und was ich mitbekomme, wo ich mich auch rumtreibe und unterwegs bin, so es gibt da eine hohe Bereitschaft, so ne, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das kann man vielleicht auch über einen runden Tisch oder einfach machen. Es gibt natürlich, gebe ich auch gerne zu, nicht so coole Unternehmen, gar keine Frage so, das wissen wir alle selbst so. Aber halt auch letztendlich mal irgendwie als Zivilgesellschaft, als Bürgerin, als Menschen letztendlich zu sagen, so, das und das, das wollen wir und das wollen wir letztendlich nicht. Hier kam noch eine Frage, ja, dafür braucht man Entwicklerinnen, wo findet man die?
Ja, wenn jetzt nicht Pandemiezeiten wären, würde ich ja sagen, gehst du mal in die Seabase zum netzpolitischen Abend so. Und ich glaube, da hast du eine recht gute Quote, dass du entweder Leute vor Ort findest oder dich so umhören kannst, dass du Menschen ne, empfohlen bekommst, mit Leuten redest. Also in Berlin gibt es ja auf jeden Fall eine Menge im IKT-Bereich einfach mit drin. Die arbeiten in dem Bereich und kann mir nicht vorstellen, dass es hier keine Menschen gibt. Mir ist aber auch nicht, wenn das die Frage sein sollte, bekannt, gibt es hier irgendwie das Facebook für Entwicklerinnen so nach dem Motto einfach mit drin. Weitere Fragen dann noch von Ja, beziehungsweise ist das natürlich die große Aufgabe, den öffentlichen Sektor irgendwie attraktiver zu machen, ne? Also, und ich würde ja auch ein bisschen, ja, vielleicht nochmal die andere Meinung beziehen, Patti. Man kann durchaus diese ganzen Projekte ohne Beteiligung der Privatwirtschaft auch machen. Also, und auch hier müsste man nochmal differenzieren, welche Unternehmen, das hast du ja schon gesagt. Also, es wäre sehr wichtig, dass sich die öffentliche Verwaltung beispielsweise langfristig von Microsoft verabschiedet. Und das ist auch nicht schwer. Ja. Und das gelingt zum Beispiel dadurch, um mal ein Positivbeispiel zu nennen, durch Projekte wie Phoenix, der öffentliche IT-Dienstleister Dataport von den vier nordischen Bundesländern wird der betrieben, finanziert, hat einen Open-Source-Arbeitsplatz webbasiert entwickelt für die öffentliche Verwaltung, der den Rückgriff auf Microsoft Office nicht mehr nötig macht. Also das sind Projekte, die zeigen, es geht, der öffentliche Sektor ist in der Lage, nicht nur coole Projekte an den Start zu bringen und eigene funktionierende Software zu produzieren, die dann die Abhängigkeit von Microsoft und Co. reduziert, sondern eben auch gleichzeitig ein echt cooler Arbeitgeber zu sein. Dataport, die machen jetzt eine ganze Menge schicker Sachen und als Entwickler kann man sich natürlich fragen, ob man jetzt bei dem nächsten Startup was extrem schnell wachsen soll, etc., anheuert oder ob man seinen Dienst da bei so einer gemeinwohlorientierten Einrichtung verbringen kann. Deswegen hoffe ich durchaus, dass nicht nur der Lohn am Ende zählt, sondern auch so ein bisschen was wie Selbstverwirklichung etc., was ich bei einer ganzen Reihe von jüngeren Entwicklerinnen auch sehe, die Lust haben, sich daran zu beteiligen Genau, was in ich noch öffentlichen Projekten. ergänzend hinzufügen wollen würde, gerade auch aus einer Bundesverbandssicht, bei mir im Smart City Bundesverband, wir haben natürlich auch internationale Kooperationen beziehungsweise europäische und man kann sich ja auch Ideen als Berlin aus anderen Städten, Ländern holen. So, ne? Du hast vorhin schon gesagt gehabt, sozusagen Smart City-Strategie Richtung Barcelona, Francesca Pria oder ob es Kopenhagen ist oder. Es gibt ja durchaus positive Beispiele einfach. Man muss ja nicht jedes Mal das Rad irgendwie neu erfinden, weil einfach Wissen, Knowledge vorhanden ist. Könnten wir das ja auch teilen oder an anderen Städten gucken. Hey, das hat da funktioniert. Cool. Warum machen wir das nicht ähnlich und müssen halt nicht jedes Mal irgendwie von Anfang an das Rad neu erfinden und eine komplett eigene Strategie machen, sondern gerade mit diesem tollen Nowhere hier, Internet sozusagen, ja, gemeinschaftliche Sachen einfach fördern so. Und ich glaube, da kann in die Richtung einfach definitiv mehr gehen. So, noch fast Auf bald jeden Fall. geschafft. 3 Minuten hätten wir, glaube ich, noch. Wenn jetzt noch Fragen reinkommen von euch, gerne. Ansonsten auch gerne im Anschluss You are via now Mail oder unmuted. Twitter. Ja, danke. Ich glaube, es sind keine weiteren Fragen da. Wenn jetzt noch was reinkommt, gerne. Ansonsten, glaube ich, können wir das dann auch hoffentlich am 22. Februar beim runden Tisch Digitalpolitik fortsetzen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr auch da seid. Ihr könnt einfach auf die Seite von Bündnis Digital Stadt gehen und You are da now auch muted. den Newsletter abonnieren. Oder auch mal bei einem aktiven Treffen vorbeischauen. Ansonsten danke fürs Zuhören. Genau. Patti. Vielen Dank. Und schön, dass ihr da wart.
Es war halt kein Frontalvortrag, den man zur Genüge kennt, sondern hat auch durch eure Mitarbeit, durch euer Mitwirken sozusagen einfach dazu beigetragen, dass wir das hier doch interaktiver gemacht haben. Und ich finde, das hat eigentlich ganz cool funktioniert. Und vielleicht nimmt sich das ja die Berliner Verwaltung demnächst auch vor, weil sie ja sehen kann und auch nachsehen kann in der Mediathek. Hey, es gibt Menschen, die sich dafür interessieren, dann muss ich das halt ein bisschen offener gestalten, sozusagen einfach mit drin, als in der Vergangenheit, was ein Fortschritt gewesen ist, aber es gibt mit Sicherheit immer noch ein bisschen cooler und genau daran sollten wir arbeiten, genauso an der Artikulierung unserer Forderungen, ob das natürlich im Bündnis der digitalen Stadt ist und so, da gibt es Wege und Möglichkeiten und ja, letztendlich müssen wir da selbst aktiv werden, so, weil das wird nicht vom Himmel fallen. Das wären jetzt meine Schlussworte gewesen. Ich wüsste auch gerade nicht, was ich sonst was zu sagen hätte. Sehr, sehr treffend. Danke, Patty. Und danke an die Seabase. Und danke an euch. Macht's gut. Genau. Seabase, ihr könnt uns den Saft abdrehen, das Internet abdrehen sozusagen. Und, ja, haben wir, glaube ich. Ja, bis morgen zum Engeln, ne? In dem Moment schon getan. Vielen, vielen Dank an Patty und Dominik. Das waren wirklich sehr, sehr informative und interaktive 1,5 Stunden. Vielen Dank dafür. Genau, und wir sehen uns hier um 8 Uhr wieder. Da wird Sebastian Mark die Licht und Schatten des Koalitionsvertrags ausleuchten, beziehungsweise uns näher bringen aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive und genau dem Koalitionsvertrag eine skeptische Betrachtung unterziehen. Bis um 8 dann und genau, viel Spaß bei den anderen Streams bis dahin und bis gleich. Everything is licensed under CC by 4.0 and it is all for the community. To download for everybody.